Mel B. unfassbare Vorwürfe gegen Ex-Mann Steffen Belafonte. Emma Watson, Tattoo-Fauxpas bei der Oscar-Party. Harley Hasselhoff macht jetzt ihr eigenes Ding. Alessio lässt nichts anbrennen mit Fotofeld gegen Hater. Daniela Katzenberger. Enrique Iglesias knutscht seine Tochter Tumala. Ex Till Lindemann, Baby mit dieser ESC-Sängerin. Frances M.C. Dormans Oscar wurde geklaut. Heidi Klum, Single und ganz offenherzig. Melanie Müllers Kindermädchen. Mel B. verplappert sich in US-Talkshow nach widersprüchlichen Meldungen über eine mögliche Reunion-Tour der Spice Girls. Steht nun wohl zumindest ein Termin für einen Auftritt fest. Die britische Kult-Girl-Group wird auf der Hochzeit von Prinz Harry, 33, und Meghan Markle, 36, im Mai performen, wie Sängerin Mel B, 42, nun offenbar in der US-Talkshow The Real herausrutschte. Ich muss gehen. Ich werde noch gefeuert. Warum bin ich so ehrlich? Fragte sich Mel B noch, als sie bestätigte, dass sie und jede ihrer Bandkolleginnen eine Einladung zur Hochzeit des Jahres bekommen hätten. Darauf eingehen, wie die angemessene Einladung ausgesehen habe, wollte sie aber nicht, denn dies sei zu persönlich. Außerdem sah es auch ganz so aus, als ob sie eigentlich gar nicht hätte verraten sollen, dass die Spice Girls zugegen sein werden. Doch damit nicht genug. Auf die Frage, ob die Girl Group bei der Hochzeit auftreten werde, antwortete Scary Spice zwar nicht direkt. Die aufgeregten Moderatorinnen und das geradezu ekstatische Publikum konnten ihr die Antwort aber vom Gesicht ablesen. Ihr einziger Kommentar: Ich muss gehen. Ich werde noch gefeuert. Bereits Anfang Februar hatte eine anonyme Quelle der britischen Sun verraten, dass Gary Horner, 45, manchem vielleicht besser bekannt als Ginger Spice, glaube, dass die Hochzeit eine perfekte Gelegenheit für die Bühnenreunion der Spice Girls sei. Man habe ihr außerdem verraten, dass Meghan Markle angeblich ein großer Fan der Gruppe sei. Der damals noch junge Prinz Harry traf die Girl Group schon einmal 1997 nach einem Auftritt. Spot on News.